Ich sage euch guten Morgen, auch diejenigen, die sich am Livestream zugeschaltet haben. Und ich möchte heute mit einer Begebenheit beginnen aus der Bibel, die ich vorlese. Ich fange einfach mal an. Sie steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 3 bis 8. Und dann setze ich fort später mit Vers 12 bis 15. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam: Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete: Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das sind die ersten Verse und dann gehe ich ein Stück weiter. Vers 12 bis 15. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das ist ja ein interessantes Kapitel und eine interessante Begebenheit. Es gibt Gemeinden und Gemeinschaften, die haben das als Teil ihres Gottesdienstes, meistens vor dem Abendmahl, die Fußwaschung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Gemeinschaft oder Gemeinde wart. Ich habe es zum Beispiel in Indien erlebt, als ich dort in der Gemeinde gepredigt hatte. Da war es üblich vor dem Abendmahl die Fußwaschung. Also da haben sie sich gegenseitig die Füße gewaschen. Da war es mir auch noch relativ verständlich, weil man in dieser Hitze sowieso, wenn dann nur mit Schlappen umhergeht, und im Gemeindehaus geht man sowieso nur barfuß. Also da mussten die Schuhe und Strümpfe nicht extra ausgezogen werden, sondern das war im Grunde genommen, die Füße waren schon vorrätig, wenn ich das mal so formulieren darf. Wie dem auch sei, wir haben das auch mal als Älteste überraschend erlebt. Wir haben ja vor einigen Jahren öfters Besuch gehabt von Geschwistern aus Kalifornien, die uns hier gedient haben in einer Gebetswoche. Und die haben sich auch gewünscht, mit uns zusammen zu beten, als Leiter, als Älteste. Und da kam es, glaube ich, ein- oder zweimal vor, dass wir also im Ältestenkreis hier saßen und sie sagten so: Wir möchten euch jetzt gern die Füße waschen. Das war ein sehr besonderes Gefühl, muss ich sagen. Wir waren auch nicht darauf vorbereitet, als wir dann so unsere Schuhe und Strümpfe auszogen und uns die Füße waschen ließen. Es ist schon irgendwie ja sehr besonders. Ich will das jetzt auch nicht hier einführen, also habt jetzt keine Angst, dass wir jetzt zu einer allgemeinen Fußwaschung kommen. Für uns ist es nämlich sehr ungewohnt, weil es nicht zu unserem Alltag gehört. Das war bei den Jüngern Jesu ja anders. Also da war zwar die Fußwaschung an sich, dass jemand anders ihnen die Füße wusch, das war auch nicht immer so üblich, aber üblich war, dass ein Gastgeber, wenn er Gäste eingeladen hat, dass er seinen Gästen ein Waschbecken zurechtstellte, wo sie sich die Füße waschen konnten. Denn die Leute kamen ja oft mit offenen Schuhen aus einem völlig sandigen oder auch teilweise verdreckten Gebiet und kamen dann in das Haus hinein. Und wie es so in unseren Häusern ist, wo dann Leute, wenn sie höflich sind, fragen: Soll ich die Schuhe ausziehen, wenn man so zu Gast irgendwo reinkommt? Manche haben sogar extra Schuhe für die bereit, dann so Hausschuhe. Man geht heute
meistens in Wohnungen nicht einfach mal so rein mit seinen Straßenschuhen. Und da war es auch so ein Stück, dass die Leute mit dreckigen Füßen kamen und dann wurde in so eine Waschschüssel dahingestellt. Da haben sie sich dann die Füße gewaschen und dann sind sie eingetreten in das Haus. Und mitunter, im alten Bund war das noch nicht so üblich, aber es kam dann eben auch, dass es bestimmtes Personal dafür gab, die das dann quasi übernommen haben, die Fußwaschung. Aber jetzt hat sie eben Jesus übernommen. Also für die Jünger war das schon eine übliche Geschichte, nicht so vielleicht so fremdartig wie für uns. Aber wir begreifen ja alle, dass Jesus die Fußwaschung nicht unbedingt nur wortwörtlich meinte, sondern er hat etwas getan, was einen übertragenen Wert hat. Und das erklärt er dann ja auch, dass er, wenn zwar der Herr und der Meister ist, dass er aber gleichzeitig auch dient. Das ist die Handlung, das ist dieser übergeordnete Wert, dass der Meister, der Herr, der Leiter, dass er dient. Und damit macht Jesus etwas, er kippt nämlich das übliche Verständnis von Herrschen und von Unterordnung. Das kippt er da plötzlich um, weil er sagt, guck mal, ich bin ja der Herr, aber ich ordne mich im gewissen Sinne euch unter. Ich also komm zu euch wie ein Diener. Und das hat er an anderen Stellen auch gesagt. Zum Beispiel lese ich einmal vor aus Lukas 22, Vers 24 bis 27. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Das ist ja bis heute so. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Also so erklärt Jesus, wie es unter seinen Jüngern sein soll. Und damit kippt er ein hierarchisches Denken im gewissen Sinne um. Vielleicht habt ihr jetzt, haben wir ja die Fotowand im Moment nicht laufen, weil wir neue Fotos machen und neue Strukturen und so. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir die Fotowand immer umgekehrt gemacht haben. Dass also quasi die Leitenden ganz unten waren, wie bei einer umgekehrten Pyramide und die anderen Mitdienenden und Mitleitenden und so weiter, war ja nicht die ganze Gemeinde abgebildet, dann immer mehr in den oberen Bereich der Pyramide kam. Und das ist im Grunde genommen dieses Prinzip Jesu. Leiten bedeutet dienen. Und zwar nicht nur mal eine freundliche Geste, nicht nur mal so tun, als ob man dient. Also das kann man ja auch, dass man, wenn man irgendwo, sagen wir mal, herrschend leitet, so könnte ich das jetzt mal sagen, dass man dann so für die Leute dann irgendwo auch mal so einen kleinen Dienst tut, aber dann geht man also sofort wieder zurück, sondern Jesus meint das als eine permanente Gesinnung. Leiten heißt dienen. Und als Jesus das tat und auch zu seinen Jüngern sagte, da trat er nicht als ein Revolutionär auf. Also er trat nicht als derjenige auf, der sagt, alle Macht dem Volke. Also die vielen, die kriegen jetzt die Macht und die wenigen, die sollen dienen und so weiter. Das war nicht sein Ansinnen. Sondern was Jesus hier tat, war, dass er einen völlig neuen Bund einleitete. Er tat etwas, weil Gott etwas völlig Neues geschehen lassen wollte. Denn die, ich sag mal, eine Art von herrschender Leitung war in der Zeit vor Jesus und bevor er für uns gestorben und auferstanden ist, war sie notwendig. Ich erkläre das mal aus dem alten Bund. Im alten Bund sprach Gott ja zu den Menschen, aber nicht direkt,
sondern er sprach immer über ganz auserwählte Menschen zu seinem Volk. Da war zum Beispiel ein Mose. Durch Mose sprach Gott zu seinem Volk. Aber Mose ging ganz allein auf den Berg. Da gingen die Leute nicht mit ihm. Gott begegnete ihnen nicht gemeinsam, sondern Mose ging ganz allein auf den Berg. Er empfing ganz allein die 10 Gebote. Er empfing auch ganz allein die vielen anderen Gebote und die brachte er dann zum Volk. Mose war ein Leiter und ein Prophet quasi in einer Person. Und so wollte Gott eigentlich sein Volk erstmal im alten Bund leiten. Die Menschen dort hatten keinen direkten Zugang zu Gott. Das ist uns vielleicht manchmal nicht bewusst, wenn wir das lesen, aber es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen dem neuen Bund und dem alten Bund. Und einer dieser Unterschiede ist, die Menschen in Israel, die unter der Leitung Gottes standen, hatten keinen direkten Zugang zu Gott, sondern der Zugang war immer über bestimmte auserwählte Personen, Propheten oder prophetische Leiter, so will ich sie jetzt einmal nennen, wie zum Beispiel einem Mose. Und das wird auch durch das Alte Testament immer wieder deutlich. Und dann kam plötzlich so eine Zeit, das ist die Zeit der Richter, da war ein Prophet, auch ein Richter, also wieder ein, sagen wir mal, prophetischer Leiter, der Samuel. Und dann kamen die Israeliten zu ihm und sagten, du pass mal auf, wir wollen einen König haben. Ich lese das mal vor. Samuel, sagten sie, das steht in 1. Samuel Kapitel 8, Vers 5 bis 9. Samuel, sagten sie, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können und deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle anderen Nachbarvölker einen haben. Samuel war damit nicht einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Er zog sich zurück, um den Herrn um Rat zu fragen. Und nun hört man, das ist sehr interessant, was Gott jetzt sagt. Der Herr antwortete, gib ihnen, was sie wollen. Aber jetzt kommt ganz interessant, mit ihrer Forderung lehnen sie ja nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Also das ist ja erstmal ganz merkwürdig. Da kommt man schon fast durcheinander. Was will Gott denn nun? Also Gott sagt, gib ihnen einen König, aber er sagt auf der anderen Seite auch, sie wollen einen König, weil sie mich eigentlich ablehnen. Ja, wieso sagt er denn, dass sie einen König haben sollen? Das ist schon interessant, wie Gott darauf reagiert. Ich meine, im Nachhinein wissen wir natürlich, dass Gott letztendlich dann durch die vielen Könige, die sich total auch daneben benommen haben, teilweise, den König aller Könige dann am Ende gesandt hat, seinen eigenen Sohn. Und damit verbindet sich dann alles wieder in Jesus Christus. Aber erst einmal sagte er, gib ihnen einen König, aber es ist trotzdem ein Zeichen aus dem Volk, sie wollen nicht direkt von Gott geleitet werden über einen leitenden Propheten, sondern sie wollen in einer gewissen Staatsautorität geleitet werden. Und dann geht es weiter, Vers 8, das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten herausführte, war es immer dasselbe. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso machen sie es nun auch mit dir. Erfüll ihre Forderung, doch warne sie vorher und sag ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben. Und dann setzt eben Samuel einen König ein. Der erste war Saul. Das ging schief. Der zweite war David. Das war dann schon wieder ein Vorbildskönig in ganz, ganz vielen Dingen. Interessant ist, was blieb eigentlich oder wie lebte dann der Normalmensch dort, der Otto-Normalverbraucher, der jetzt keinen Zugang zu Gott hatte. Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin, die lebten so, dass sie das Gesetz hatten. Und sie hatten die Vorgesetzten, die Leiter, die Könige, davor die leitenden Propheten, also die Richter und so weiter. Aber sie hatten die Vorgesetzten und das war quasi ihre Richtschnur. Also erfülle das Gesetz und ordne dich dem König unter. Das war im Grunde genommen
das, worum es ging. Und in dieser Gesinnung lebten die Leute, sie konnten nicht direkt zu Gott. Sie konnten nicht direkt Weisung von ihm bekommen, sondern sie brauchten immer wieder jemand, der ihnen Weisung gibt. Sie brauchten jemand, der quasi entscheidet, was richtig und was falsch ist, welche Richtung das Volk gehen soll und so weiter und so fort. Und das waren eben die Autoritäten. Und an diese Art von Leben haben sich die Menschen dann gewöhnt, weil sie eben keinen direkten Zugang zu Gott hatten. Aber dann kommt Folgendes. Dann wird im Alten Testament schon etwas angedeutet, was als Neues kommen soll. Zum Beispiel der Prophet Joel. Joel 3, Vers 1 bis 2, da steht, in späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen, da muss ich mal alle betonen, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Das heißt, ich mache aus allen Propheten im gewissen Sinne, alle kriegen einen direkten Zugang zu mir, so steht es ja da, auf sie alle wird der Heilige Geist kommen, sie werden Dinge von Gott ganz direkt empfangen und auch weitergeben. Und dann setzt er das noch fort, obwohl das eigentlich in dem alles schon drin ist. Er sagt, selbst diejenigen, die er als gering achtet, ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. Also selbst die ihr als gering anseht, die sind mit dabei, sie alle sollen meinen Geist bekommen. Das ist übrigens etwas, was Mose sich schon mal gewünscht hat, als er zwar gut durchorganisiert in Israel war, aber keiner da war, der mit ihm die Bürde wirklich trug, weil sie eben auch die vielen Helfer und die über 50 und über 10 gesetzt worden waren und so. Er hatte ja das Volk nach dem Rat seines Schwiegervaters gut durchstrukturiert. Nur das waren alles Leute, die keinen direkten Zugang zu Gott hatten. Die also im Grunde genommen nur nach Gesetz und Befehl und nach Vorschrift und so weiter arbeiteten, aber die Bürde nicht trugen und die nicht, sagen wir mal, ein Gefühl dafür hatten, was Gott überhaupt will, was Gott überhaupt vorhat, sondern da waren eben nur Gesetz A, Gesetz B, Gesetz C, was man tun und was man lassen darf. So, und darauf beschränkte sich das dann. Und Mose klagte einmal darüber, als sie sich dann wieder beschwerten, weil sie kein Fleisch zu essen kriegten, beklagte sich darüber, dass niemand die Bürde mit ihm tragen würde. Und dann hat Gott wirklich Leute herausgeholt, 70 schon leitende Leute hat er rausgeholt aus dem Volk und gesagt, hol sie mal her und dann stellt euch gemeinsam auf. Und auf die, ich nehme jetzt von deinem Geist und gebe deinen Geist quasi weiter an diese Leute, dass sie auch die Bürde mit dir tragen. Und das ist schon mal so eine, wie soll ich sagen, man nennt das so in Kanaanisch, nennt man das Vorschattung. Also da wird etwas beschrieben, was Gott eigentlich vorhat, dass nicht nur einer die Bürde trägt, sondern viele die Bürde tragen. Das geht aber nur, wenn der Geist auf sie kommt. Das geht nicht einfach nur so, dass Mose die um sich versammelt und sagt, da pass mal auf, also ich wünsche, dass ihr mal mehr die Bürde mit mir tragt und so weiter, sondern die standen da ja alle ohne Verbindung zu Gott, die kriegten ja nur von Mose Anweisung und jetzt plötzlich kam der Geist auf sie und sie konnten auch etwas verstehen, was Gott wirklich will. Und darum geht es. Es geht immer darum. Denn um zu verstehen, was Gott will, letztes Mal habe ich über die Bibel geredet, um zu verstehen, was Gott will, genügt es nicht, wenn man nur die Verse liest. Und nur, ich sag mal, wie es in der Bibel ausgedrückt wird, den Buchstaben folgt, sondern man muss verstehen, was Gott wirklich damit will. Das hat Jesus ja in der Bergpredigt dann auch mal sehr deutlich gemacht, dass er dann dieses berühmte Ich aber sage euch, damit rückt er ja etwas zurecht. Ich aber sage euch, wie Gott es wirklich will, wie es wirklich gedacht ist. Und das kann nur geschehen, wenn ein Mensch direkt mit Gott verbunden ist. Aber das war eben noch nicht. Und deswegen kündigt auch der Prophet Jeremia etwas an. Das lese ich mal vor im Kapitel 31, Vers 33 und 34.
Der neue Bund mit dem Volk Israel und letztendlich mit allen wird ganz anders aussehen. Ich, also Gott, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünde. Mein Wort gilt. Also da wird quasi etwas vorangekündigt, worum es geht. Das heißt, davor, bevor die Menschen mit Gott verbunden waren, war es notwendig, dass sie einen, wenn wir so wollen, Herrscher über sich haben, einen Menschen, der über sie herrscht und der möglichst dann auch wirklich mit Gott verbunden herrscht. Viele Könige haben das ja nicht und dann auch das Volk ja völlig in die Irre geführt. Aber einige Könige lebten mit Gott und die haben dann auch das Volk auch dann noch gut geführt. Aber es ging immer von einer menschlichen Herrschaft aus, weil das die einzigen Institutionen waren, die überhaupt etwas von Gott empfingen. Und wenn sie persönlich nichts empfingen, kam immer ein Prophet zu ihnen, wenn ihr mal im Alten Testament liest. Die Aufgabe vieler der Propheten war oft, zu den Königen zu gehen und denen einfach mal zu sagen, was Gott will, um ihnen wieder, sagen wir mal, eine Vorstellung zu geben, wie Gott jetzt mit ihnen weitergehen will. Und das sollten sie an das Volk weitergeben. Haben sie oft nicht, aber das ist dann ein anderes Kapitel. Aber nun kommt Jesus. Und mit diesem neuen Bund, mit dem Jesus kommt, wird plötzlich etwas angekündigt. Ich werde jetzt nicht mehr über irgendeine menschliche Spitze, sondern ich werde es zu allen denen geben, die zu mir gehören. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich werde meinen Geist ausschütten. Niemand muss mir den anderen belehren. Erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Niemand muss ihn, ja, das sage ich jetzt gleich mal, was dazu kommt. Wenn das geschieht, ihr Lieben, dann bekommen wir ein neues Leben und den Heiligen Geist. Und jetzt hört mal zu, was Johannes in seinem ersten Brief darüber sagt, Kapitel 2, Vers 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Ihr könnt jetzt gerne nach Hause gehen. Nein, ich belehre euch auch nicht. Ich möchte euch nur zeigen, was Gott uns schenkt in Christus. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss, was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. Was für eine Aussage. Und ich merke immer wieder, wenn man sich mit diesen Aussagen beschäftigt, dann kriegen einige das Herz flattern, weil dann so etliche Fragen in ihnen aufkommen. Ja, da könnte ja jemand behaupten, das, was ich tue, ist vom Geist Gottes. Zum Beispiel haben wir das selber erlebt. Wir hatten früher einen Hauskreis mit Leuten, die aus dem Rotlichtmilieu kamen und sich bekehrt hatten. War ein sehr interessanter Hauskreis. Wir hatten eine Wohnung im Erdgeschoss und manchmal in der kleinen Pause saßen sie dann am Fenster und haben noch teilweise Gott gelobt, vielleicht auch in neuen Zungen gesungen. Und dann kam jemand vorbei und fragte, sind Sie von den anonymen Alkoholikern? Also so wirkten wir irgendwie durch das Fenster hindurch auf die Straße. Wie auch immer, war ein hochinteressanter Hauskreis. Nur, dann passierte Folgendes. Dann hat sich ein Mitglied, die Frau eines anderen ausgespannt, also hat ein Verhältnis mit ihr begonnen.
Der andere kam alle aus dem Rotlichtmilieu, der sagte, also wenn ich jetzt nicht Christ wäre, dann wäre das schon ein toter Mann. Aber er versuchte sich dann christlich zurückzuhalten. Dann kam die Situation, dieser eine, der die Frau dann ausgespannt hat, der verschwand dann auch ein Stück von der Bildfläche und irgendeiner begegnete ihm mal irgendwo in einem Geschäft oder Laden oder Einkaufszentrum und sagte, sag mal, was machst du da? Das ist doch Sünde. Und da sagte der, nein, ich habe da totalen Frieden mit Gott. Und davor haben etliche Angst, dass jemand behauptet, etwas von Gott empfangen zu haben. Und er belügt eigentlich. Er lügt damit. Er hat es gar nicht empfangen, sondern es ist sein eigener Impuls oder seine eigene Freiheit, die er sich da herausnimmt. Und da taucht, merke ich immer wieder, taucht bei etlichen Christen so eine gewisse Angst auf, denn es könnte ja jemand sagen und so weiter und so fort. Nur, wenn wir das mal verstehen, was hier wirklich gemeint ist, dann können wir sagen, wenn diese Person lügt, dann ist das ihr Problem. Denn ich bin doch nicht abhängig von dem, was diese Person sagt. Das ist übrigens einer der ersten Dinge, die mir beigebracht worden sind, nachdem ich mich bekehrt habe. Da hat jemand mir gesagt, du pass mal auf, wenn jemand zu dir kommt und sagt, der Herr hat mir Folgendes gesagt, das und das und das, so über mich. Ne? So sieht er dich oder so, das sollst du tun oder so. Dann antworte ihm folgendermaßen, Dankeschön, aber mir hat der Herr das nicht gezeigt. Und das ist eine ganz wichtige Antwort für die, die mit dem Heiligen Geist und damit mit Gott verbunden sind. Ich meine, man kann natürlich auch so als kleiner Revoluzzer antworten, nö, für mich gilt das nicht und so. Aber damit belügt man sich ja selbst. Aber diejenigen, die wirklich mit Gott verbunden sind durch den Heiligen Geist und die Gnade Christi, weil er uns vergeben hat, das gehört ja alles dazu. Diejenigen brauchen überhaupt keine Angst zu haben, dass andere Leute ihnen irgendwie aufdrücken können, wie sie mit Jesus zu leben haben. Da kriegen wieder einige Angst und sagen, ja, wie will man dann die Leute kontrollieren? Gar nicht. Es geht überhaupt nicht mehr um Kontrolle. Es geht nicht darum, dass man ein unwilliges Volk ins gelobte Land führt, wie es damals in Israel war. Sondern es geht darum, dass man ein williges Volk, was mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass man das stärkt und ihnen auch, sagen wir mal, wie soll ich sagen, es heißt ja, wir sollen uns gegenseitig ermahnen, das stimmt, sie ermutigen, diesen Weg mit Christus, diese persönliche Verbindung zu Jesus Christus, zu Gott durch den Heiligen Geist aufrechtzuerhalten, nicht davon wegzugehen. Aber das ist etwas anderes, als wenn ich den Leuten sage, was sie hier zu tun und zu lassen haben. Sondern das ist eine ganz große Freiheit, die uns eigentlich Jesus Christus schenkt. Dadurch, dass der Heilige Geist auf alle fällt. Das ist dieses große Geheimnis. Das Problem ist natürlich, was ist in einer Gemeinde oder einer Kirche, wenn Menschen sich Christen nennen, aber den Heiligen Geist gar nicht kennen? Also diese Verbindung zu Gott, dieses Reden mit Gott, dieses Hören von Gott, gar nicht kennen. Ja, dann kommt wirklich ein Problem auf, weil sie dann quasi im Grunde genommen wieder zurückfallen zu den Profis, die sollen ihnen dann erklären, wie man die Bibel verstehen soll, wie man überhaupt Gott verstehen soll. Dann entsteht ein Klerus, das sind die Profis, das sind die sogenannten Geistlichen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich war mal eingeladen und da waren auch ein paar Pastoren und dann wurde gesagt, nun bitten Sie darum, dass jetzt einmal die Geistlichen reden. Und ich dann gefragt habe, wenn wir die Geistlichen sind, was seid ihr denn dann? Die Fleischlichen? Also es entsteht ein Denken eines Kleruses, das sind die Profis, die wissen,
was Gott will. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nur Otto Normalverbraucher. Aber die wissen das ja. Und genau das hebt Jesus auf. Und vielleicht denkt einer, mein lieber Pastor Mumsen, jetzt handelst du dir eine Revolution in der Gemeinde ein. Jetzt handelt jeder so, wie er will. Und ich sage, wenn jeder so handelt, wie er will, dann bist du lange noch nicht am Ziel angekommen. Denn was geschieht durch den Heiligen Geist, ist ja nicht, dass wir einfach das tun, was wir wollen, sondern es findet ein Herrschaftswechsel statt. Aber die Herrschaft ist nicht von einem Menschen, sondern von Gott selber, weil Jesus uns mit Gott verbunden hat. Ist das nicht wunderbar? Da steckt so eine Freiheit drin und natürlich aber auch eine Unterordnung. Aber nicht, dass wir uns in, sagen wir mal, im falsch verstandenen Sinne Menschen unterordnen, also dass Menschen Gott spielen. Sondern wir ordnen uns freiwillig unter, weil wir eine Struktur haben. Das ist klar. Ne? Wenn überall, wo wir etwas machen, schaffen wir eine gewisse Struktur und dann hat auch immer jemand den Hut auf und dem ordnen wir uns freiwillig unter. Aber nicht, weil diese Person den einzigen Zugang zu Gott hat, sondern weil wir es einfach um des Friedens willen tun, damit eine Sache funktionieren kann. Ne? Wenn jemand, sagen wir mal, wenn wir einen Berg besteigen, dann brauchen wir einen Führer. Der ist nicht wertvoller und nicht wertloser als wir, aber wir brauchen diese Person, die uns da hochführt. Da ordnen wir uns natürlich freiwillig unter und sagen, ja klar. Und wenn die Person sagt, geht mal lieber links rum und nicht rechts rum, dann tun wir das auch. Bis auf dann ein paar Revoluzer und die landen dann irgendwo auf einem Weg, wo sie dann wieder umkehren müssen. Und so weiter. Also Jesus bringt hier ein völlig neues Verständnis. Und das, was ich, das ist eigentlich nur ein Nebengedanke, was mir immer wieder auffällt, auch in der Gemeinde Jesu, ist, dass es eine Art, ich nenne das immer Rücksprung ins Alte Testament. Und das hat auch seinen Grund, dass also Christen diese persönliche Verbindung zu Gott, wo, vielleicht haben sie auch Probleme damit, dass sie die quasi ein bisschen aufgeben und sich lieber anderen Personen, von denen sie meinen, die müssen es ja wissen, unterordnen. Oder dass sie zu Propheten laufen, um zu wissen, was Gott über ihr Leben zu sagen hat, obwohl Gott doch selber zu uns redet. Ganz persönlich. Aber sie laufen zu irgendwelchen Propheten, lassen sich irgendwas sagen, prüfen das auch gar nicht, besonders wenn es gut klingt, und so weiter. Da kommt also so ein Verhalten wieder zurück, wie es eigentlich im Alten Testament üblich war, weil die Menschen keinen Zugang zu Gott hatten. Aber wir haben durch Christus und durch den Heiligen Geist Zugang zu Gott. Und das ist meines Erachtens auch der Grund für den Rücksprung ins Alte Testament, bis hin zu einem Klerus und Herrschaften und Streit, wer der Größte ist, wie es bei den Jüngern schon war und so weiter. Das herrscht ja immer noch vor. Der Grund dafür ist, behaupte ich, ein Mangel am Heiligen Geist. Und zwar nicht bei den Leitenden, da weiß ich nicht, keine Ahnung, sondern bei denen, die Jesus folgen. Vielleicht, weil es ihnen auch niemand gesagt hat. Und ich möchte das jetzt mal ganz deutlich sagen. Mit Jesus sind wir verbunden. Ich lese euch mal eine Stelle aus dem Römerbrief vor. Die können wir uns quasi mal übers Bett schreiben oder über den Küchentisch. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Er verbindet uns direkt mit Gott. Warum denkt ihr, wenn ihr schon ein bisschen bewandert seid in der Bibel, warum ist mit Jesu Sterben der Vorhang im Tempel zerrissen? Der Vorhang zum Allerheiligsten, von oben nach unten, weil Gott von oben nach unten Schluss gemacht hat mit dieser Situation, dass Menschen und auch nur ganz spezielle Menschen nur in ganz bestimmten Situationen einmal in die Gegenwart Gottes treten durften, weil die Sache mit der Schuld noch nicht geklärt war, sondern als Jesus unsere Schuld auf sich nahm,
steht nichts mehr zwischen Gott und uns. Und der Vorhang ist zerrissen, der Heilige Geist ist da. Und jetzt geht es darum, dass wir uns von ihm leiten lassen. Im neuen Bund wird das anders. Aber das bedeutet auch was. Wenn wir jetzt persönlich mit Gott verbunden sind und durch den Heiligen Geist geleitet werden, dann bekommen wir auch Verantwortung über das, was wir tun. Wir können nicht mehr sagen, ja, Pastor XY hat gesagt, dies oder jenes. Wir können nicht mehr sagen, ja, wir machen das ja nur, weil es uns so gesagt wurde. Sondern wir bekommen Verantwortung, weil Gott uns direkt durch seinen Geist mit sich verbindet, bekommen wir Verantwortung vor Gott. Und das ist für einige vielleicht auch nicht ganz leicht. Es geht ja nicht nur um eine Art, ich sag mal, Narrenfreiheit, dass man sagt, oh, wir sind jetzt frei, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, sondern die Freiheit, die uns Jesus schenkt, ist ja eben diese Verbindung mit Gott, dass er jetzt in unserem Leben ganz direkt herrscht. Wir sind mitverantwortlich, wir werden verantwortlich gemacht für das, was Gott von uns möchte. Wir tragen Mitverantwortung. Es sind nicht nur Menschen, denen die Verantwortung übertragen wird und wir machen dann halt nur das, was die wollen, sondern wir sind selber verantwortlich. Und das macht einigen Mühe. Die möchten lieber sich quasi unter eine andere Verantwortung begeben und selber nicht so gern Verantwortung übernehmen. Das ist nun mal so, das Evangelium würdigt uns, dass Gott uns direkt mit ihm verbindet, aber es überträgt uns dadurch auch Verantwortung, ihm gemäß zu leben. Jeder ist in erster Linie persönlich dafür verantwortlich. Und was nicht mehr ist und was manchmal gedacht wird, ist, dass es Leute in der Gemeinde gibt, die jetzt quasi die Schafe der Gemeinde mitunter auch mit Disziplin und Gewalt und was weiß ich, dahin schieben, wo Gott sie haben will. Das ist es nicht, sondern wir sind Schafe seiner Weide. Und es ist seine Gemeinde, Jesu Gemeinde. Was du tust und was ich tue, tun wir nicht, weil es in der Gemeinde so üblich ist. Wir tun es auch nicht, weil wir sonst böse in der Gemeinde angeguckt werden oder in der Gemeinde gelobt werden, sondern wir tun es, weil wir zu Jesus gehören. Ganz einfach deswegen. Ich gehe sogar so weit, wenn ich in eine Gemeinde hineingehe, dann tue ich es nicht, weil die Gemeinde so toll ist, weil sie mir so gut gefällt. Und wenn sie mir dann nicht mehr gefällt, dann wechsle ich sie eben. Sondern ich gehe da hinein, weil Jesus möchte, dass ich da reingehe. Und ich bleibe so lange, bis wie er es will, dass ich da drin bin. Und ich rede mir auch nicht selbst ein, wenn der Pastor plötzlich dummes Zeug redet, dass ich dann sage, das geht jetzt nicht mehr, sondern ich frage den Herrn. Ich rede mit dem Herrn. Vielleicht ist man ja auch da, um den anderen Geschwistern mitzudienen oder was auch immer da ist. Gott weiß es. Also wir sind ganz persönlich vor ihm verantwortlich. Das würdigt uns, aber das fordert uns auch heraus. Wir tragen mit Verantwortung. Wenn Jesus dir jetzt die Füße wäscht, dann schaust du ja nicht zu ihm hinauf, sondern auf ihn herab. Musst du dir jetzt mal wörtlich vorstellen. Jesus wäscht dir die Füße, dann ist der Herr nicht mehr da oben. Ne? So groß ist der Herr. Nee, so groß ist der Herr. Du siehst seinen Kopf von oben herab. Er wäscht dir ja gerade die Füße. Also du schaust auf ihn herab und mit der Fußwaschung überträgt er dir, weil er quasi dir dient, überträgt er dir gleichzeitig Verantwortung. Er schaut jetzt, das ist ein völlig verrücktes Bild, er schaut jetzt zu dir auf. Unser Herr und Meister, der Retter der Welt, ist unglaublich, schaut jetzt zu dir auf.
und überträgt etwas an dich. Was überträgt er? Wie der Vater mich gesandt hat, sagt er, so sende ich euch. Kriegen wir ein Gefühl dafür, was hier passiert, was in dieser Fußwaschung eigentlich ausgedrückt wird, was im ganzen neuen Bund plötzlich zum Ausdruck kommt, ist diese direkte Verbindung zu Gott. Wenn wir uns also gegenseitig die Füße waschen, und es geht jetzt nicht um die Handlung an sich, verabschieden wir uns vom Herrschen. Wir dienen, auch wenn wir leiden. Und auch wenn es die Fußwaschung als Brauch bei uns nicht gibt, ist es wichtig, in diesem Geist zu leben, was es eigentlich ausdrücken will. Verantwortlich vor Gott zu leben und sich weder Menschen zu unterwerfen, noch sich Menschen zu, ja, das klingt ja genau gleich, aber es ist genau umgekehrt gemeint. Also weder sich anderen zu unterwerfen, noch andere sich zu unterwerfen. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Also weder das eine noch das andere. Sondern es geht darum, Jesus ist der Herr. Wir versammeln uns um ihn. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann können wir alle zum Tisch des Herrn gehen. Alle. Wir sind alle gleich gewürdigt. Wir empfangen alle den Heiligen Geist. Wichtig ist nur, dass wir ihn auch wirken lassen. Dass wir uns von ihm leiten lassen. Das ist eine große Würde. Und ich lese jetzt einen letzten Vers. Matthäus 11, Vers 11. Ich sage euch, da redet Jesus über Johannes den Täufer, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Man liest so einen Vers manchmal einfach so weg. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, wir leben in einem neuen Bund mit Gott. Johannes der Täufer hat noch den alten Bund wiedergespiegelt, hat im Grunde genommen den Übergang eingeleitet. Er war der Größte, denn er war der Vorbereiter Jesu. Aber wir sind, wenn ihr so wollt, Brüder und Schwestern Jesu geworden. Er ist unser Herr und Bruder. Er hebt uns auf seine Stufe. Er wäscht uns die Füße. Er beendet diesen Zustand, dass nur wenige von Gott wissen, und schenkt es seiner ganzen Gemeinde. Wir alle sollen ihn direkt kennen. Ja, dann könnt ihr jetzt nach Hause gehen oder den Computer ausschalten und mal drüber nachdenken, was das für uns wirklich bedeutet in unserem ganz alltäglichen Leben, in all dem, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit den Dingen des Alltags umgehen. Wir sind direkt verbunden mit unserem Vater im Himmel, mit dem allmächtigen Gott. Ich bete nochmal mit uns. Vater, ich danke dir, dass in dieser Fußwaschung etwas zum Ausdruck kommt, was bei mir den Atem stillstehen lässt. Herr, ich kann es kaum glauben, was du aus uns machst, die wir aus der Sünde kommen, die wir vielleicht etwas Hohes in dieser Welt waren oder auch etwas Geringes, und das spielt für dich überhaupt keine Rolle mehr, sondern du erfüllst uns mit deinem Geist, verbindest uns direkt mit dir, Christus in uns, und leitest uns durch deinen Geist. Herr, und ich bitte dich, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir diese Freiheit, die in dem Herrschaftswechsel drin enthalten ist, dass wir sie immer mehr verstehen und in unseren Alltag auch herunterbrechen können. Hilf uns, dass auch in diesen ganz vielen kleinen Entscheidungen und Dingen, die uns so bewegen und in denen wir leben, am Arbeitsplatz, in der Schule, zu Hause, mit den Kindern, mit den Eltern, wo auch immer, mit Freunden, dass wir unter deiner direkten Leitung stehen. Gelobt sei dein Name, Herr.
Ich preise dich für deine Gemeinde. Was hast du Großartiges geschaffen? Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.